Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 3 und haben in der letzten Folge erfolgreich uns gegen diese Viecher gewehrt. Du komm auch nicht, doofe Ideen ja. Super, hast Busbon gemacht. Also, was haben wir letzte Folge gemacht? Wir haben den einen Außenposten befreit, haben Beziehungsprobleme gelöst und sind jetzt auf dem Weg zum Reisfeld. Okay. Das andere, was mir gerade missfällt. Irgendwo ist ja noch ein. Okay, mein Freund hier in dir. Das Viehzeug wird langsam hier nervig. Mein Pfeil hätte ich gerne wieder hier. So. Ah, da fällt mir ja gerade was ein. Wir hatten ja so komisches Stinktierzeug. Haben wir denn das eigentlich noch? Erforschung, Jagd. Stinktier. Hätten wir genug Material dafür da, aber wir haben nicht genug Platz. Ob das los wird. Forschung, haben wir Forschung noch was da? Das die Tiefseetaucher nochmal. So. So werden wir die Viecher auch los. Naja. Und da war ja noch die Frage mit dem. Wie kommen wir zu unserem Ziel? Ah ja, schön, dass ihr hier auf Patrouille geht. Da oben gibt es gerade Grillfleisch. Von uns persönlich. So. So, welche Richtung müssen wir denn? Am besten in diese hier, wa? Dann latschen wir bestimmt wieder hoch, oder was? Ne. Glorreich, wie wir sind, wir Pfadfinder hier ohne Ende. Fahrzeug wäre nicht schlecht gewesen, aber da war nicht. Nächste Fahrzeug da. So, weiter in die Richtung. Okay. Achso, Tapir. Aber ja, mein Fahrzeug. Bestimmt brauchen wir das noch für die nächsten drei Meter. So, werden wir mal blicken auf die Map, wo los ist, lang zu fahren. Wir sind jetzt. Wo sind wir denn? Ach, da sind wir. Also, alles klar. Einmal wenden die Kiste hier und dann geht es hier in die Richtung lang runter. Nochmal Legola. Haben wir eine Schildkröte nach Ofen gefahren? Naja. Also jetzt geht weiter, dann sonst kriegen wir Stress mit Peter. Die stehen da nicht gerne, wenn man da irgendwelche lustigen kleinen Schildkrötenhaufen fährt, ja. Ah ja, dieser Flugzeugwrack, das kennen wir auch schon. Da war ja die komische Geistergeschichte. Oh. Und weiter geht's. Mit spritzig durch Wasser hier. Oh. Und so nähern wir uns eigentlich dem Reisfeld. Und mal gucken, was da los ist. Alter, du kannst ja nicht mitten hier auf dem Weg knien und deine Angel befummeln. Dann komm ich schon fertig über den Ofen hier. So. Wieder ein bisschen Wasser hier. Weil haben wir es denn noch? 300 Meter. Also vielleicht mal hier aus dem Wasser raus hier. Der Weg ist schöner. Ich habe nur die Befürchtung, das wird eine Menge Stress da geben. Okay. So, jetzt seien wir in der Zone. Und dann werden wir uns mal langsam der Sache annähern. Ich befürchte nur, dass wir hier noch eine ganze Menge von was, kleinen Freunden. Ich bin in Barrows Town. Okay. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Okay. Da ist Schuppen. Da ist super. Oh, da war schon jemand am Grillen. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er Hähnchen süß-sauer aus seinen Freunden. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, okay, jeder diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen?
Oh, die sind gelb. Lauf! Siehst du den rot gestreiften in der Mitte vom Minenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, Jungs! Das ist unser Mann. Du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Ja. Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Carswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Okay. Scheiße, Olli. Nur mal als erstes Mal dafür sorgen, dass die da aufhören, auf ihn zu ballern. Okay, so. Jason, dann mal los. So, was auch ganz spannend ist, wir sollen vielleicht mal gucken, ob hier noch andere böse Buben sind. Augenscheinlich aber nicht. Ne, wir gehen da lieber hier rum. Hauptweg ist kacke. Wo wir mal auch gelernt haben, was kacke ist. Direkt durchs Wasser latschen. Oder die Augen aufhalten. Okay, da haben wir eine Miete. Mal gucken. Auch eine Mine. Können wir die eigentlich entschärfen? Probieren wir lieber noch nicht aus. Okay, da ist noch eine. Da ist eine. Ich würde sagen, dort. Da piept schon wieder. Direkt vor uns ist keine. So, super. Sind wir bei den Freunden angekommen? Da auch. Ich kann mich noch erinnern. Dennis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Verflucht nochmal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Wie viel okay, da haben wir böse Buben. Wir wollen das Dorf erreichen. Ich weiß, wo die Minen sind. Schön, dass du weißt, wo die Minen sind. Und scheiße, dass du auch vorwegrennst, ja. Schön, du bleibst hier lieber unten, machst den Taucher. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Schön, dass du hier verblutest. Ah, da bist du. Ich dachte, du verblutest, mein Freund, hier. Na, den Hügel, oh, du bist super. Da werden wir das richtige Equipment hier anlegen. Wir müssen drumherum gehen. Folge mir. Okay, du bist schön, dass du mit folgen hier. Okay, da du Pack. Ich kann mich noch dran erinnern, ich habe damals das einfach tierisch nur gehasst. Oh, wo ist noch hier drüben einer? Pass auf. Schön, dass du Dokumente holen willst. Scheiße, ich wurde beraubt. Wo ist es? Keine Ahnung, wo es ist. Ich suche.
Mach schon! Ich finde die Dokumente nicht! Befestige sie! Mach ich doch gerade! Immer diese Stress und Hektik hier. Ein schönes, schweres Maschinengewehr wäre auch super gewesen. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Okay. Das hat Spaß gemacht, Jungs. So, auch gefunden. Alle meine Sachen. So ein Chaos. Beschütz mich. Ich suche noch. Okay. Wenn ich wüsste, wo du bist, dann Shotgun wäre da für die Distanz ideal gewesen. So. So. Ah, da bist du. Sah's aus wie eine Leiche. Okay, mein Freund hier. Kannst du mal ein bisschen schneller suchen, die Jungs, wäre langsam mehr. Mein Bruder? Mein Bruder? Hey, komm her. Ich bin ja schon da. Hier ist es. Ich hab das Transportverzeichnis. Super. Mach mal schnell ein Foto. Mann, endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Na, mach doch mal schnell ein Foto, ja. Bei dem Gewackel soll er was lesen können, ja. Aber ich würde sagen, wir haben super geschlagen. Ich habe damals die Mission ziemlich beschissene Erinnerung. Hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. So, erfolgreich. So, fangen den Konvoi mit Oliver ab. Das ist super. Ja, ich wollte die Kanone wechseln. Wollte den befummeln. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Irgendwelche sexuellen Kontakte mit Leichen. Oh ja, Batterien hier. Fähigkeitspunkt. Genau, Fähigkeitspunkt. Den müssen wir irgendwie noch unterbringen. Ah ja, jetzt haben wir wieder den Quatsch hier. Will ich ja nicht. Fähigkeitspunkte. Irgendwie müssen wir die sinnvoll ja unterbringen. Hergestellt Spritzen 50% länger. Auch super. Was haben wir denn hier? Brandabwehr. Alles nicht so, was uns jetzt groß weiterhilft, habe ich das Gefühl. Was haben wir denn hier? Linke Finger. Du kannst die Pistolen MP Shotgun um 25 schneller nachladen. Ah, da wollten wir doch letztes schon machen. Da hat er den Absturz nicht überlebt, Wacker. Du setzt offene Visier mit schneller ein und kannst schneller Waffen wechseln. Ich frage, ob es nur für Pistole ist oder nicht. Was haben wir denn hier? Steinwand. Das alles nicht so schön hier. Was haben wir denn hier? Artkontrolle. Um das Fahnenkreuz beim Zielen mit einer Zielrohr viermal länger stabil halten. Alles klar. Da soll man das nehmen müssen. Und dann kann man nämlich als nächstes dann das hier nehmen. Und dann passt das super. Und unser buntes Zeug auf dem Arm. Apropos bunt ist es ja gar nicht. Wird schnell mehr. So, hier haben wir noch ein paar zum Anfassen. Geht dann weniger um die Brieftasche. Sondern eher um so einen Kram hier. Zum Glück ist es ja nicht so, dass wir in Zeitnot sind. Ein Fahrzeug ist nicht. Jedenfalls nicht direkt hier zu sehen. Und das Reisfeld ist immer noch vermint. Sollte man nicht vergessen. Mal das Ganze mal leise angehen, ja. So, aber bis zum Konvoi ist noch viel zu weit. Und das werden wir heute nicht mehr schaffen. Um den Konvoi kümmern wir uns das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Far Cry 3. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar lassen, wie ihr meine Leistung Elefanten mit dem Verteilen des Hauses oder was da eure Vorzugswaffe gewesen wäre. Wäre mal spannend, mit euch darüber zu diskutieren und dergleichen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Alle, die das erste Mal hier dabei sind, herzlich willkommen und abonnieren nicht vergessen. Das wäre super, wenn ihr öfters dabei seid. Denn ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.